Nein, ich schwimme zum Angkor-Stempel hin. Du kannst über dir noch die Rochenflügel von Palligan spüren, die dich wohl so ein bisschen begleitet und von oben dann einschließt. Aber die anderen würden dann so als eine Formation gehen und du verlässt dann diesen Ball, diese Kugel, die dann geformt wird. Möchten die anderen reagieren? Bekommen wir es denn mit, die Frage. Ja, höchstwahrscheinlich. Also wenn ihr jetzt diese Kugelformation einnehmt, das Problem ist, Boltak schwimmt dahin und euch mit dem Rücken. Also ihr könnt nicht zurückkommunizieren. Sei denn, ihr schwimmt schneller. Saphira hätte die ganze Zeit von den Umgebungswundern so baff, dass sie ganz viele Bilder zu Boltax geschickt hätte, alle Sachen, die sie gesehen hat, die sie bewundert, mit ganz viel Euphorie und würde dann wahrscheinlich auch merken, dass Boltax wegschwimmt und sich dann neugierig umdrehen und überlegen, ob sie nicht auch vielleicht hinterher schwimmen sollte. Und dann einmal versuchen, zu Lamin das Bild zu senden. Boltax schwimmt weg und einen fragenden Ausdruck, ein fragendes Gefühl mit in dieses Bild zu senden. Du wirst mich nicht erreichen können mit den Gedankenbildern, oder? Der Zauber setzt voraus, dass derjenige den selber beherrscht. Jo, genau. Gut, aber wenn sie mich anschaut, dann sehe ich vielleicht, dass sie da irgendwie so unschlüssig auf der Stelle hängt. Saphira würde wahrscheinlich merken, dass du nicht zaubermächtig bist, sie dich dadurch nicht erreichen kann, aber zumindest in die Richtung deuten, hingucken, wieder zu dir gucken und einen fragenden Gesichtsausdruck aufsetzen. Wenn mir auffällt, dass Boltax nicht bei uns ist, dann mache ich eine entnervte Geste und tippe Rafim an und deute dann in die Richtung, wo ich denke, dass wir ihn verloren haben. Rufin würde sich erstmal schnell umschauen. Hat Boltax denn eine eigene Lichtquelle? Ja, habe ich. Sehe ich noch Also. Boltax Lichtquelle? Ja, also dadurch, dass es jetzt alles so interessant beleuchtet ist durch die Spalten, die Pyrdako hinterlassen hat, ist er auf alle Fälle zu sehen und durch sein Gewand Petrusstein auch. Genau. Ja, dann würde ich den anderen warten signalisieren und versuchen, Boltax einzuholen. Dann würfel gerne mal eine Schwimmenprobe gegen Boltax konträr. Alles klar. 9 Punkte zu 3 Punkte. Wir können nochmal die Erschwernis von der blutigen See plus 3 rechnen. Und damit erreicht Rafim Boltax auf alle Fälle so grob nach der Hälfte, die ihr dann von der Kugel weggeschwommen seid. Ihr wisst nicht genau, wie viele Meter das jetzt waren. Die Stadt ist natürlich riesig. Und dann kannst du Boltax an der Schulter tippen. Ja, Boltax dreht sich um. Was machst du? Ich gebe dir die Zeichen für Angrosch, Tempel, Zwerg und Schrift. Dann deute ich in die Richtung. Ja, Rafim schaut dich sehr fragend an. Zeig nur Gruppe zurück. Tempel, hinten, Thron oder Stuhl, je nachdem. Jetzt. Boltax sieht etwas enerviert aus, aber fügt sich dann. Ja, dann würde Rafim jetzt neben ihm her schwimmen, bis er wieder in der Gruppe ist und dabei den Kopf schütteln. Ja, ich würde jetzt nicht allzu schnell schwimmen. Also sichtbar missmutig. Was tun die anderen? Jala und Yamates? Zusammenbleiben, größtenteils. Nicht während der wegschwimmen. In alle Richtungen gucken. Wir halten die Augen offen, scannen die Umgebung, dass sich irgendwas anschleicht. Von oben immer noch dieser bedrohliche Schatten von Palligan, die als Rochen über euch schwimmt, aber dann wohl auch mit der Tiefe kein Problem hat. Auch als Seekriegsmagierin natürlich dann geschult. Es war natürlich die richtige Eingebung von Abel, mir sie mitzunehmen, auch wenn sie euch wenig hilft und nicht mit euch kommuniziert. Aber sie ist zumindest da. So könnt ihr weiterschwimmen. 100 Meter, 200 Meter,
300 Meter. Ihr blickt euch weiter um, könnt die Ruinen unter euch erkennen, zertrümmerte Tontafeln, Diegel, immer noch weitere Risse, aus denen dann Strömungen und Blasen nach oben strömen. Ihr müsst so ein bisschen umschwimmen, ist alles ein bisschen schwierig. Ihr müsst euch zwar nicht an die Mauerstruktur halten oder an die Straßen, die unter euch entlang ziehen, aber vor allem dann den Rissen auf alle Fälle dann einmal umschwimmen oder die Strömung. Bis Jalan vor sich dann die Symbole seines Gottes erkennen kann. Auch wenn sie alt und archaisch sind, aber das ist unzweifelhaft ein Fixtempel, der dort ebenso in seinem Krakensilber liegt. Krakensilber. Das ist also so eine silbrige Schicht. Fixtempel aus Krakensilber, ja, ja. Du musst auch gehabt, hast du einen Grobschmied oder sowas? Natürlich habe ich Grobschmied. Würfel mal. Damn, jetzt hast du mich. Jetzt kriegt er mich. Also ist auf alle Fälle ein Tempel aus Silber. So ein bisschen angelaufen, vielleicht ein bisschen bläulich oder grünlich, aber ja. Krakensilber. Wie weit weg ist der von uns? 100 Meter. Müsstest du noch ein Stück nach unten schwimmen? Ja, nein. Sorry, aber nein. Ich bin nicht neugierig und ich werde jetzt nicht den Bortax machen. Was will man auf Neugier? Ich habe keine Neugier. Dann Selbstbeherrschungsprobe, nicht erschwert. Ich werde gar nicht erst fragen, warum, ich mach's einfach. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nichts, okay. Zulamin, wieder einmal verblassen vor dir deine Helden und du kannst erkennen, wie gerade viele bärtige Männer an dir vorbeigehen und große Frauen um dich herum. Die Stadt ist gefüllt von einem Surren oder Seufzen, würdest du fast sagen. Es ist ein Tal. Neben dir kannst du immer noch den Thron erkennen, der viele Meter nach oben ragt, auch neben den riesigen Gebäuden. Die Menschen scheinen dich nicht weiter zu beachten. Immer noch murmeln sie, seufzen sie. Du kannst auf dem Thron selber, das ist ein gewaltiger Berg, ein Massiv, niemanden erkennen. Dort ist keine Riesen. Aber allesamt strömen sie die Straßen entlang auf diesen Berg zu. Viele Pilger. Interessant. Ich taste mit dem Arm mal so schräg hinter mich und schaue, ob ich Abelmirs Robe erwischen kann. Da ist niemand. Dann schließe ich mich den Pilgern zum Berg an. Vor dir kannst du erkennen, du gehst die Straßenzüge etwas weiter, ein Tempel. Du kannst ihn intuitiv erkennen, es ist ein Fex-Tempel. Und du siehst, wie dort gerade eine Statue niedergerissen wird, die dich mit Tentakeln verhöhnt. Die Tentakel wohl auch teilweise abgerissen, aber der Tempel wohl definitiv ihr zugeordnet und wird die Statue wohl runtergezogen und zerbürst dann in viele Teile. Also diese Statue, die würde ich der Ersäuferin zuordnen, oder wie? Ja. Nun, das findet selbstverständlich meine Zustimmung. Und ich besehe mir das ein wenig und versuche irgendwie noch weitere Hinweise darauf zu finden, was hier vor sich geht. Also das sind diese großgewachsenen, aber nicht so absurd muskulösen Menschen. Genau, also sie sind einfach unglaublich groß. Ansonsten stimmen die Proportionen. Sie sind einfach nur großgezogen, würdest du sagen. Allesamt sind sie bärtig bzw. wild. Also die Frauen dann natürlich keinen Bart, aber wild. Und es ist eine sehr alte Kultur. Und habe ich den Eindruck, dass dieser Tempel zuerst dem Krakenwesen gehört hat oder zuerst dem Fuchs? Also du sagtest Fex-Tempel, aber woran sehe ich das? Stellen sie eine neue Statue auf? Oder? Nein, die Symbole, die auf dem Tempel angebracht sind, sind allesamt fexische Dreiecke. Ob das ein Fuchskopf ist, du würdest es nicht als Fuchskopf definieren, das sind Dreiecke. Und die Statue, die davor steht, gehört zu Charybdorot. Während du dich umsiehst, oder vor allem noch diese Statue betrachtest, kannst du sehen, wie sich alle von diesen Sumurrern in deine Richtung drehen und dich jetzt anblicken.
Ich blicke zurück und versuche, ihre Mimik zu deuten, ob sie feindselig sind oder was plötzlich ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Sie sind nicht feindselig, sondern eher neugierig. Und dann kannst du sehen, wie Abel mir vor dir auftaucht. Sulamin schüttelt heftig den Kopf. Nicht, als würde sie was verneinen, sondern eher so wie ein nasser Hund und versetzt damit kurz das Wasser in Bewegung, kneift die Augen zu, schaut den Tempel an. Was ist los? Von deinem Gesicht? Ich signalisiere Vision. Was siehst du? Ich deute in Richtung Berg. Pilger und deute in Richtung von dem Tempel. Zerstörung. Gut. Wechsel oder Umbruch. Ich setze ein fragendes Gesicht auf. Sulamin lächelt entschuldigend, denn ihr ist schon klar, dass das nicht besonders gut verständlich ist. Und schlägt dann vor, weiter? Fragezeichen, deutet wieder in Richtung Berg. Nicken. Und macht dann noch ein Zeichen, später. Diamantes, Raphim, ihr dürft gerne mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Plus 8. Ich schaff's nicht. Jemand ist? Darf ich auch? Jo, mit einem Punkt. Jemand ist, mit deiner Sekunde, dir wird gewahr, ihr werdet beobachtet. Und du weißt als erstes nicht, was euch beobachtet. Es war erstmal so ein Gefühl. Und dann bist du der Meinung, dass es die Meeresbewohner sind. Nicht unbedingt die Quallen und nicht die Seepferdchen, aber diese Langusten, die dort im Schlamm sitzen, ihre Fühler nach euch ausstrecken. Ja, ich tippe meinem Nebenmann einen auf die Schulter, um Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und signalisiere, wir sind nicht allein. Und deute dann abwechselnd in verschiedene Richtungen, wo man diese Langusten sehen kann. Es sind aber außerordentlich viele. Ja, derweil könnt ihr euch anderen dann auffallen, also auch Boltax. Raphim fällt das jetzt mittlerweile auch auf. Jalan. Die Fühler der Langusten sind allesamt in eure Richtung ausgestreckt. Sie sitzen unter euch, grob 10 Meter entfernt, allesamt im Schlamm, so ein bisschen verborgen, aber wenn dir jemand das drauf deutet, fühlt sich schon nicht gut an. Ja, Raphim schwimmt ja vor den anderen, dreht sich um und signalisiert, schwimmt schneller. Ja, dann würde ich schneller schwimmen. Auf den Thron zu, auf den Berg zu. Unter euch liegt wohl noch ein weiterer Tempel, was auch immer das für ein Gott sein mag oder gewesen ist. Zumindest hat er Hörner. Raphim wird so ein bisschen an die Begegnung in Fasar erinnert, wo er auch diesen merkwürdigen, diese Gottesbilder entdeckt hatte und diesen merkwürdigen Geweihten, der irgendwas von einer Arena sprach, in der er sich mit ihr messen mag, weil es die falsche war und sie voller Wasser war. Habt ihr schon eine Arena gesehen? Aber es mag vielleicht auch nur ein kurzer Blitz in deinem Kopf sein, als du dich zurück nach Fasar erinnert hattest. Der Berg selber, der sich vor euch erstreckt, einige Risse, die darin klaffen. Ihr könnt sehen, wie dort wohl schwarze Ruß anhaftet, trotz des Wassers, was ihn seit Jahrtausenden umgibt, seit Äonen, seit Jahrzehnten, seit Zeitaltern umgibt. Trotzdem ist dieser Ruß nicht abgewaschen und der Stein schweinend geschmolzen. Immer wieder weicht ihr den Rissen im Boden aus und dann erhebt sich direkt an dem Hügelkamm, an dem Bergkamm, ein weiterer Tempel, der ebenso zerstört aussieht. Trotzdem sind die Symboliken darauf, auch auf 500 Meter entfernt, zu lesen.
Sonnenornamentiken, Schlangenornamente. Könnt ihr, auch wenn sie alt aussehen, einem Proto-Hesinde zuordnen oder einem alten Brajan? Brajos. Wird immer seltsamer, von vorne bis hinten. Sulamin hat derweil noch ein wenig nachgedacht, wie sie es Abel mir vielleicht besser erklären kann. Und signalisiert jetzt Thron, Leer, Vergangenheit. Nicken. Tja, dann Achselzucken und Blick zum Berg. Vergangenheit sehen? Sulamin verneint sehen. Was dann? Sie signalisiert das Symbol für Gottheit und dann fehlt. Ich deute mal auf die anderen Symbole, die um uns herum sind. Tja, Sulamin schaut nur ratlos. Und schon weiter. Ich zuck mich schon, ich kann das nicht anfangen. Während ihr weiter auf den Berg zuschwimmt, könnt ihr erkennen, Diamantes fällt das wohl wieder als erstes auf, von der linken Seite, dort wo ein weiterer Riss nach unten führt, wohl noch weiter in die Tiefe anstatt in 400, könnt ihr sehen, wie dort wohl 10 Fische in einer Formation auf euch zuschwimmen. Es sind Sägezahnfische. Bleiben in Entfernung, grob 50 Meter, würdet ihr sagen. Zumindest irgendwo aus der Richtung kamen sie. Gleiten euch. Sägezahnfische? Verfolger. 50 Schritt und ich deute in die Richtung. Wie viele? Stelle ich als Frage. Tiere, Fische. Anzahl unbekannt. Kundschafter? Fragezeichen? Unbekannt. Kleine Fische, große Fische? Fragezeichen. Wie groß sind die denn ungefähr? Sägezahnfische? Ja. Ich glaube, die werden 1,5 Meter, 2 Meter. Muss man wissen, okay, was das für ein Fisch ist, oder? Ich dachte, das sind Piranhas. Es sind Rochen, die allerdings eine riesige Nase haben und ich kann euch gleich mal ein Foto reinziehen. Moment. Du meinst einen Sägefisch? Ja. Okay. Ich dachte Sägezahnfische wären was. Sägezahnfisch, Sägerochen, Sägefisch, Sägehaie. Sind das wirklich Rochen? Wusste ich gar nicht. Cool. Klar, ja, bringt uns jetzt nichts, aber signalisiere ich große Fische. Ich nicke. Ja, ich drehe mich in meiner Frontposition nochmal um und signalisiere nur, schwimmt schneller. Ja, Sulamin versucht es zumindest. Ja. Legen wir den Zahn zu. Ich achte mal drauf, dass wir jemanden nach hinten raus verlieren, vor allem Voltags. Ich schaue mich trotzdem mal links und rechts um, weil wir schwimmen ja wahrscheinlich ein bisschen oberhalb dieser Ruinen, also ein bisschen einen Meter, wie auch immer, ob die Ruinen uns Versteckmöglichkeiten bieten würden. Ja, viele. Also das sind viele Häuser, die allesamt zerstört und kaputt sind. Aber in den Trümmern könnt ihr auf alle Fälle viel Schutz suchen. Ich meine von den Fischen, also könnten die uns folgen? Das kommt auf die Länge von den Fischen an. Aber sicherlich als Menschen seid ihr vielleicht wohl etwas gelenkiger als die Fische. Vielleicht nicht ganz so mobil, aber gelenkiger. Was dann durch kleine Öffnungen oder so. Ich würde das mal im Hinterkopf behalten. Während ihr auf den Thron weiter zuschwimmt, wie gesagt, es sind noch 500 Meter, 400, 300, könnt ihr so etwas wie einen Herzschlag spüren, der durch die Vibration des Wassers an euch weitergegeben wird. Ihr könnt ihn hören, auch wenn sonst alles still ist oder die Kommunikation sehr, sehr eingeschränkt ist und dadurch wird dieses Dröhnen, dieser Herzschlag umso lauter. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr von einem großen Auge beobachtet werdet. Eben war es nur dieses leichte Gefühl, dass ihr beobachtet werdet, aber jetzt wisst ihr, dass es ein gewaltiges Auge gibt oder eine Präsenz, die weiß, dass ihr da seid. Ja, dann würde ich, wenn es jetzt keinen Sinn mehr macht, uns zu verstecken,
mal anfangen, auf Risso zu fragen, wer bist du? Die Segelzahnfische würden auf alle Fälle etwas näher herankommen und kannst sowas wie Irritation in ihrem Blick erkennen. Ob das möglich ist, bei Fischen von Irritation zu sprechen, ist was anderes, aber du spürst eine Irritation. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ja, du lässt die Frage so offen im Raum gestellt. Die Sägezahnfische tun nichts weiter. Du kannst aber wohl sehen, wie sich jetzt von vor euch aus dem Tempelkomplex Personen schälen. Zwei, drei menschliche, humanoide Gestalten. Es sind Risso. Sie sind noch ziemlich klein, aber sie kommen jetzt auf euch zu. Ah, ich sehe. Hallo, freut mich. Ich bin Boltax. Würfel mal auf Risso. Okay. Das ist unter Sprachen. Risso. Ja, kurz der 20 Blumen. Mhm. Ja, die Risso kommen, wie gesagt, schnell näher, bewegen sich natürlich ziemlich einfach unter Wasser, weil sie aquanoide Wesen sind. Und kommen direkt auf euch zu. Sie tragen Stäbe bei sich. Scheint sich dabei wohl um eine Frau und einen Mann zu handeln, die sehr muskulös sind, nackt, und sie werden begleitet von einem Aal. Der andere, der männliche Risso, hat wohl noch eine riesige Muschel in seiner Hand. Und so schwimmen sie auf euch zu und nicken vor allem Boltax zu. Dann gibt es weitere, ihr würdet sagen, Schallwellen. Wellen, die sich ausbreiten von den Kreaturen. Und für die anderen ist es eher ein Kreischen. Boltax kann verstehen. Hallo. Wir haben nach dem Thron gesucht. Sind wir hier richtig? Der Thron wird bedroht. Ich bin Nüvil Schwarzwasser. Das ist Ybarro. Wir sind die Biaga. Hallo Nüvil, hallo Biaga. Wir sind gekommen, damit die Gigantin weiter schläft. Wir wollen sie beschützen. Das sind Hexen, die beschützen. Und ich zeig mal auf die beiden Hexen. Und wir sind ihre Unterstützung. Was seid ihr? Krakonier? Ich bin ein Zwerg. Ich habe einen Pakt mit dem grauen Mann. Das sind Menschen. Die fahren häufiger zur See. Kennt ihr keine Menschen? Ihr seid keine Krakonier? Nein. Wir kennen keine Menschen. Sind sie Jäger? Nein. Menschen leben über Wasser. Berge leben über Wasser. Deshalb kennt ihr vermutlich keine Menschen. Menschen sind manchmal sehr kompliziert. Berge sind einfach und freundlich. Ihr seid wie Sumor. Ja. Sie nicken. Sie können nicht sprechen? Nein, zu dumm. Ich übersetze für Sie. Kommt mit, wir müssen uns verstecken. Ich nicke und dann zeige ich den anderen Folgen Versteck an. Die Risso schwimmen, drehen wieder um und würden euch signalisieren, in Richtung des Hesinde bzw. des Praios-Tempels wieder zu schwimmen. Das heißt, die grob 300 Meter sind das noch in Richtung des Berges, in Richtung des Throns. Die anderen zögern, wenn es auf diesen Praios-Tempel zugeht. Also in Richtung Tempel schwimmen klingt nach Sicherheit, also nichts wie hinterher. Bevor ich dann alleine hier stehen bleiben muss. Ich will gezwungenermaßen der Gruppe dann irgendwann folgen. Ich würde gerne, mir gefällt das nicht murmeln, aber irgendwie
hinter Wasser. Man kann das deinem Blick einfach ansehen. Ja, so könnt ihr den merkwürdigen Kreaturen folgen. Die sind vorsichtig. Ihr könnt auch Kampfspuren an ihnen entdecken. Also das eine Bein wird wohl nachgezogen beim Schwimmen. Aber ihr könnt dann ihnen die Meter in Richtung des Verstecks folgen, wenn es denn so etwas wie ein Versteck ist.